Ja. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Heimspiel unserer Piranhas. Herzlich willkommen den Zuschauern zu Hause. Erste Drittel läuft und Bulli geht an Rostock. August mit Platz. Jawohl! Ja! Jaden Schubert, 1-0 Piranhas. Da kann August von Ungern Sternberg sich durchsetzen. Und Jaden Schubert kommt in hohen Slot gelaufen, zieht einfach mal ab, oben rechts rein das Ding. Und da fällt der Ausgleich. Einfach mal von der Blauen abgezogen, Tom Kübler. Ja, mit Verkehr vorm Tor. Hier sehen wir es nochmal schön. Aus der Hintertorperspektive. Oh ja. Hat Gerstung echt schön gesehen, da offensiv hoch an der blauen Linie gestanden. An der roten, Entschuldigung. Jetzt Gerstung wieder direkt vorne mit August, der sich da schön durchsetzt. Bauerntrick versucht und... Oh, der muss rein! Jawohl! Und 2-0 für Rostock, John Dunbar. Rutscht er da nochmal ganz glücklich an langen Pfosten, sodass John Dunbar da dann nochmal abfälschen kann. Arbeitet den da wirklich rein, hat er sich verdient. Und da ist er drin. Boah, fährt er nochmal den Schoner aus. Und damit geht es hier 3-2 für die Piranhas. Boah, unglaublich. Thomas Woronow mit der Rückhand. Christian lässt prallen. Und dann rutscht das Ding durch die Hosenträger. Sehr schönes Tor. Seine Schnelligkeit, seine Wendigkeit und der ansatzlose Schuss. Ah. Fokus kann er den Puck drinnen halten. Und Geratz macht den Anschlusstreffer. Fame lässt er noch einmal prallen. Und damit war er dann auch schon geschlagen. Ja, kann er ganz easy hoch einschieben. So, und jetzt geht der Aufbau über Chris Stanley. Jawohl! Und Sebastian Brockel kann sich mit einem Tor belohnen. Und damit steht es hier 4-2. Aktuell sehen wir es nochmal im Replay. Brockel hat ordentlich Zeit zum Schießen. Ja, hier sehen wir es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Aber eigentlich, ja, der Torhüter hat... Schade, abgefangen von Lascheid, der mit reichlich Platz und kommt auch zum Schuss und sogar zum Tor. Und damit steht es hier 4-3. Ja, da hat man die ganze Qualität von Dominik Lascheid gesehen. Ah, der da zu viel Platz bekommt. Da muss Tim Junge den Schritt weiter rausgehen. Da hat die Abstimmung zwischen ihm und Brockelt nicht ganz gestimmt, die Übergabe. Puck ist frei. Glück gehabt, dass sie den Pässe genauso wie jetzt eben auch wieder nicht auf die Kelle gekriegt haben. Allerdings muss Rostock jetzt aufpassen. 5-3 Überzahl. Boah, starke Bewegung von Reimer da. Und damit steht es hier 4-4. Und Hamburg
kann dann statistisch gesehen die doppelte Überzahl nutzen. Ja, ich glaube, wir stellen hier bald ein Phrasenschwein auf. Philipp hat es die letzten Spiele immer wieder gesagt, also auch die Sprüche, die du bringst, werden hier notiert. Wow, starke Bewegung. Wow, John Dunbar, was das für ein Assist. Wow. Alter Falter. Eine wunderschöne Bewegung. Boah. Wow. Ich krieg grad ein bisschen Gänsehaut. Ich habe auch Gänsehaut, aber ich glaube, es liegt an der Temperatur hier oben bei uns. Ja, und August muss nur noch die Kelle hinhalten. Ah, guck mal. Da steht auch nur noch August von Ungern. Nicht mehr August von Ungern, Sternberg, Kuzara. Ne? Vorhin hast du übrigens gesagt, August Ungern von Sternberg. Deswegen habe ich dich einmal korrigiert. Aber nennen wir ihn einfach August. Und wir müssen einfach mal sagen, Rostock führt 5-4 gegen die Krokus. Und jetzt fast 6-4. Ja, man muss leider sagen, also Lukas Kotziol hat einen unglaublichen Einfluss auf das Rostocker Spiel, auch wie das aussieht in der ersten Reihe mit Voronov und Pistilli. Aber vorm gegnerischen Tor agiert er leider oftmals noch ein bisschen unglücklich. Ja, sucht er hier und da vielleicht nochmal einmal zu oft seinen Mitspieler, um das Ganze etwas schön spielen zu wollen, aber... Jawohl! Und damit steht es hier 6-4 für Rostock. Ich weiß gar nicht, von wem da der Schuss kam. Sehen wir jetzt gleich nochmal. Der Schuss kam von Sean. Ich glaube, der war nochmal abgefälscht. Abgefälscht und definitiv. Dominik Steck da vor dem Tor. Mit dem eigenen Schlittschuh. Reingelegt das Ding. Beim Fußball würde man jetzt von einem Traumtor mit dem Hacken sprechen. Jetzt 2 gegen 1 Situation. Boah, starkes Spiel. Ja, und Laschet macht das Ding. Schaludek und Laschet und... Ja, war schön rausgespielt. 2 auf 1, eiskalt mal wieder ausgenutzt. Und Laschet nimmt den, glaube ich, noch so knapp aus der Luft. Und genau so wird es laufen. Sehr gut, sehr gut. Schön, Stanley macht den Puck fest. Und die Piranhas holen hier 3 Punkte und brechen damit die Siege der Hamburg Crocodiles.